Servus, meine lieben Angelfreunde. Willkommen zurück. Neue Folge, neues Glück. Das ist mein Text. Huch, ich hab deinen Arm verfehlt. Echt? Ja. Ist das dein Text? Ja. Aber sag nicht mal neue Folge und du neues Glück. Nein. Okay, krass. Könnt ihr mal sehen, wie lange wir schon wieder nicht zusammen angeln waren? Ja. Da weiß ich das schon gar nicht mehr. Heute, muss ich sagen, haben wir uns auch nicht unbedingt rausgequält, aber naja, doch. Es war ein sehr kurzes Wochenende für uns. Dadurch, dass wir gestern noch Besuch hatten, wären wir gerne einfach auf der Couch geblieben. Ja. Sagen wir es mal so. Ja, das Wetter, das sieht auch nicht einladend aus. Es wird wahrscheinlich, wenn wir ankommen, also nieselt schon so ganz, ganz leicht. Regnen wird es bestimmt, wenn wir am Wasser sind. Aber warum machen wir das? Wow! Komm mal. Ich glaube, die beiden Kinder haben wieder Bodenangeln. Schöner Fisch. Damit wir nicht bei diesen schönen Jahreszeiten oder bei dieser schönen Jahreszeit so in so eine Depri-Phase kommen, couchmäßig. Ach so. Sonst kommen wir ja, man muss sich da wirklich konzentrieren. Ja, das stimmt. Ja, ansonsten kommt man, also ich war ja da schon ein bisschen drin, weil ich ein bisschen rumgekränkelt habe. Ja. Wo ich dann einfach nur auf der Couch bleiben möchte. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Das stimmt allerdings, ja. Jetzt ist hier gerade der Bildschirm ausgegangen. Wir haben heute auch bloß, also wir werden heute mit hauptsächlich hier unseren kleinen GoPro filmen. Ich denke mal, du wirst ja wahrscheinlich auch deine Kamera ummachen. Ob die denn immer angeht, ist immer so eine Sache. Wir hatten, oder ich hatte eigentlich einen Plan gemacht, wo es heute hingeht, aber das hast du sehr gut gesagt, muss ich sagen. Danke. Ja, also so kann man, so kann man das Video eigentlich dann wahrscheinlich auch nennen. Verfallt nicht in eine Depri-Phase. Besonders, guckt euch das an, es sieht aus, als wenn es jetzt gleich dunkel wird, dabei ist es 13 Uhr. Ja, das ich ist jetzt sagen, so, ich hatte wirklich null Elan, ne? Aber man denkt sich dann so viel, wenn du dann so draußen bist, eine frische Luft, das fehlt richtig. So sieht's aus. Ja. Genau sieht's aus. Lasst euch überraschen, es geht auf jeden Fall auf Raubfisch. Also wir haben unsere Raubfischrouten bei, unser Raubfischköder bei. Und warum? Weil der Typ gestern Abend echt mal gefragt hat, soll ich noch Mais kochen? Ich, nein, jetzt doch nicht mehr. Ja, das stimmt. Ich hätte gestern Abend noch Mais gekocht, weil die Karpfen, gute Karpfen, haben jetzt auch Hunger. Ist auch die richtige Zeit. Aber das machen wir vielleicht nächstes Wochenende. Schauen wir mal. Mal gucken. Haben wir Zeit, ja. Nochmal so einen kleinen Karpfenansitz starten. Ja, ansonsten, wie gesagt, geht's heute auf Raubfisch. Mal gucken. Ich wollte eigentlich zum großen Fluss fahren, in den Hafen, im Hafen angeln. Aber Anne hatte jetzt auf dem Weg dorthin schon wieder eine andere Idee. Also wir können auch trotzdem da zum Hafen. Das ist jetzt nur eine Idee, dass man ja den auch nochmal austesten wollte. Ja, den wollte man austesten. Gucken, wir haben wie nämlich die Autos so dastehen. Ganz genau. Wir haben nämlich einen See hier auf der Strecke. Der sieht richtig gut aus. Ich war da schon einmal, hab da nichts gefangen, friedfischmäßig. Genau, da war Anne ganz, ganz alleine unterwegs. Weiß ich gar nicht, haben wir das überhaupt... Nee, du hast das nicht gefilmt. Glaube ich. Nee, stimmt. Da war ich noch. Also ich bin ja generell filmfaul. Ja, filmfaul. Das stimmt. Der Anne ist filmfaul. Ich konzentriere mich halt auf das Wichtige. Nahrung fangen. Ja, das stimmt allerdings. Ja, also der ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aber wenn man da vorbeifährt, ich glaube, er ist auch sehr, sehr gut beangelt, weil öfters mal sehr viele Autos dort stehen. Mhm. Und es keine Badegäste, glaube ich, sind zurzeit mehr. Nee, also man sieht da auch halt keine Baden. Nee, das ist nämlich so ein Strand mit dran. Aber... wie gesagt, wir gucken mal. Also wenn kein oder vielleicht bloß ein oder zwei Autos stehen, werden wir vielleicht mal anhalten und werden mal eine Runde starten da. Schauen wir mal. Ja. Lasst das einfach überraschen, was heute hier passiert. Sollten wir einen schönen Fisch fangen, nehmen wir den auf jeden Fall mit, weil Fisch ist gesund und lecker. Jo? So machen wir das. So, meine Lieben, da drüben ist die Anne. Wir wollten beide gerade cool sein und wollten den Weg hier hin filmen. Und ihr seht ja wahrscheinlich oder habt ihr selber gesehen, wir sind einfach zu uncool dafür. Und wenn ihr mal gucken könnt, also wie gesagt, wir haben beide nur die Brustcams bei. Da seht ihr hier schon, das sieht hier eigentlich so richtig hechtverdächtig aus, wo wir gerade sind.
Das ist auch, wenn man jetzt führt, das ist jetzt der zweite Wurf, eine schöne Kante, die hier lang geht. Also das geht so vom Tiefen und hier geht es so hoch. Steht ein bisschen Schilf. Aber wie gesagt, das sind die ersten Würfe hier an dem Gewässer. Anne war nun mal auf Friedfisch, warst du hier unterwegs, ja, ne? Da drüben, auf der anderen Seite. Ja, also wir wissen natürlich überhaupt gar nichts über das Gewässer. Dass du hier vorne hängst, naja, hier geht eine steile Kante hoch, also das sieht gar nicht schlecht aus. Da, wo Holz natürlich immer ist, da ist auch immer, da ist eigentlich auch immer Fisch. Aber wir wissen natürlich nicht, wie das sich jetzt hier verhält im, oh, kann ich nicht ausschmeißen, im Winter. Also langsam gehen wir auf den Winter drauf zu. Der Winter naht. Und da muss man erstmal gucken, wo generell dann Fische stehen im Gewässer. Und es regnet natürlich. Was sonst? Aber hier bei so Holz im Wasser, alte Seerosenreste, ein bisschen Schilf, könnte nicht verkehrt sein. So, ich fange hier erstmal an. Ihr kennt mich. Natürlich mit einem Chatterbait. Und Anna hat da drüben in Spin Jig, Spin Mat, keine Ahnung. Jig Spinner, Blade Runner, was auch immer. War doch immer drauf. Und die Fische hier, muss man wirklich sagen, also hat sich bei uns jetzt auch dieses Jahr rauskristallisiert. Goldener Trailer. Da müssen wir noch nachbestellen. Ja. Na hier, Gold. Ach so. Also Gummifisch. Jedes Mal reden wir davon und dann. Und bestellen wieder, nee. Vergessen. Ja, das stimmt. So, gut. Oh, Fisch? Nee. Ja, die Kante. Die Kante wieder. Ich will weiter. Du willst weiter? Okay, du kannst natürlich weitergehen. Ihr kommt dir dann einfach hinterher. Anne macht das wieder clever. Ihr kennt sie ja. Weil Anne sucht sich. Nee, ich habe hier eine fiese Kante und vielleicht möchtest du ja dein Chatterbait immer da landen lassen. An der fiesen Kante vorbei. Ja. Tschüss. Ja. Aber ihr kennt es ja schon. Anne hat es halt schon drauf, so wie man das macht. Ja. Der natürlich zuerst an den Stellen angelt, hat natürlich eine höhere Chance, einen Fisch zu fangen, als der nachläuft. Ja, hier vorne ist wirklich eine krasse Kante. Na, schauen wir mal, dann übernehmen wir mal den Platz hier, wo Anne gestanden hat. Und fische mal hier vorne dran vorbei. Schauen wir mal, wie das aussieht. Hier war gerade ein Hecht. War echt? Ja. War echt? Wie meinst du denn? Hä? Kam hinterher oder was? Nee, der hat sich erschrocken. Muss man hier werfen, hier vorne, neben dem Häuschen. Da war was lange Weißes oder Helles. Ich habe nämlich gerade Kraut dran, da habe ich so darüber geschmissen, da habe ich Kraut dran gehabt, habe hier rüber gezogen und dann war ich schon hier vorne und dann hat er, ist er weg. Und dann wollte er weg. Und ich hatte meine Kamera raus. Probier mal. So, was war da? Ein Hecht. Ein Hecht? Die hat sich erschrocken, sagst du? Ja. Ich hatte nämlich Kraut dran, ne? An meinem kleinen Jig-Spinner. Ja. Wollte das abmachen, kurbel das natürlich einfach ganz normal ein und dann auf einmal sehe ich da sowas Längliches, Helles. Okay. Sich da rollen. Ja, so, halt so. Ja, dann passt mal auf. Goldener Chatterbait. Ich weiß ja nicht, wie lange die da dann so bleiben oder so. Schade, schade, sagt sie. Ja, die hat ja auch nicht.
So, meine Lieben, ihr seht es, die Tasche steht hier, die Anna steht da. Wir haben jetzt einen weiteren Fußmarsch hinter uns. Wir haben uns zwischenzeitlich noch einen anderen See angeguckt, der hier auch in der Nähe ist. Und ich bin jetzt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also der Köder ist natürlich eigentlich total top, aber weil wir überhaupt nicht über diesen Fischbestand hier drinnen wissen, ist es immer so eine Frage, was macht man ran? Sucht man vielleicht erst ein paar Barsche und versucht erstmal einen Barsch zu fangen? Ich meine, Anne angelt ja mit diesen kleinen Jigspinner, aber mögen die Fische hier den Jigspinner? Mögen die den nicht? Ja, eigentlich schon mag jeder deinen Jigspinner. Aber wir machen erstmal den weg. Wir haben natürlich auch noch kleinere bei. Aber ich würde auch eigentlich, glaube ich, gerne einen Jigspinner ranmachen. Mein Freundin Ayu, Hechte fängt man damit auch. Dürfen wir nicht vergessen. Oder einen hellen Gummifisch. Ach, ich weiß es nicht. Was sagt denn dazu? Einen normalen Gummifisch? Hier. Normalen Gummifisch. So werden wir das mal machen, wa? So werden wir das mal machen. Ich mach den hier ran. Kleinen Gummifisch. Durch das andere. Das sind, glaube ich, hier 9 cm. Die Barsche nehmen die jetzt auch. Ihr könnt natürlich auch so einen ran machen. Ein bisschen schmaler, ein bisschen kräftiger. Ich weiß nicht. Ich nehme mal den. Wird man den nehmen. So, und was machst du ran? Anna holt ihre eigene Box raus. Aber ich denke mal, das könnte es vielleicht sein. Ansonsten werde ich vielleicht jetzt immer mal von einem Gummifisch wechseln, vielleicht auf einen Jigspinner. Den werde ich mir vielleicht in die Hosentasche... Oh, machst du den kleinen Gummi ran? Ah, das ist auch geil. Ah. Ja, das stimmt allerdings. Deswegen habe ich gesagt, warte, was du... Ja. Ich werde mir einen Jigspinner in der Hosentasche stecken. Wo ist denn hier mein großer AU eigentlich? Da. Hier, gucke, das ist doch mein Liebling. Ist dein Liebling? Gut. Den werde ich mir noch in der Tasche stecken und jetzt werde ich einfach immer dann wechseln. Ich werde den Jigspinner und den Gummifisch angeln. Der Gummifisch könnte mir sogar vom Kopf... Ist er vielleicht ein bisschen leicht? Das ist es nicht. Fragen über Fragen. Die Probleme hat man nur, wenn man angeln geht. So, den hängen wir uns mal hier oben drin. Dürfte eigentlich nie wegkommen. So, dann mache ich die Box wieder zu und dann sehen wir uns hoffentlich gleich beim ersten richtigen schönen Biss. So, meine Lieben, da läuft die Anne. Es hat richtig angefangen zu regnen. Fischaktivität gleich null. Ja. Und wir gehen jetzt erstmal wieder zum Auto. Der einzige Fisch, den wir gesehen haben, oder den ich gesehen habe, der war ganz am Anfang. Das war der Hecht, ne? Ja. Hier sind doch relativ viele Angler an dem See. Wir hatten das gar nicht für möglich gehalten. Ja, viele, sieht eher aus so friedfischmäßig, ne? Weiß ich nicht. Vielleicht auch ansitzmäßig mit Köderfisch. Deine Lieblingssportart ja eigentlich. Oder mit, war sie ja mal. Jetzt ist es ja doch der aktive Raubfischangeln. Wir werden jetzt nochmal verlegen, wollte ich gerade sagen. Also wir werden uns jetzt nochmal einen anderen Spot aussuchen. Weg von einem See. Da, wo du eigentlich hin wolltest? Da, wo ich eigentlich hin wollte, genau. Und hier gibt es so viele Pilze. Hier gibt es richtig viele Pilze, ja. Das Schlimmste ist, wenn man anfängt, dann findet man so wenig, dass es nicht ausreicht. Ja, das stimmt. Also wir hatten eh einen Platz. Das wollte ich nämlich gerade eben schon sagen, bevor die Kamera angemacht hat. Ach so, okay. Ja, wir hatten nämlich eh einen Platz gerade. Ah, wir können ja mal, wir sind wir nicht gar. Ja, ja. Da sind wir doch. Da, was ist da? Da unten. Und da. Da. Und da. Ja. Also, hätte man wahrscheinlich einen Pilz sammeln können. Aber
Wir genießen die frische Luft, die ja trotz 5 Grad und Regenwetter herrscht. Und dann schauen wir mal. Schauen wir einfach mal, ob die neue Stelle vielleicht ein bisschen Fisch bringt. Weil da ist es nämlich, wie gesagt, es ist eine Hafeneinfahrt von einem großen Fluss, was in einen Hafen endet natürlich, sonst wäre es keine Hafeneinfahrt. Und wenn sich da im Winter die Fische sammeln, und das ist jetzt schon so weit, dann kann man da gute Barsche fangen oder wenigstens mal einen Fisch. Schauen wir mal. Nicht wahr? Ja. Da werden wir erstmal hinverlegen. Ja. Machen wir. So, meine lieben Angelfreunde, ihr habt gerade den kurzen Einspieler gesehen. Ja, da stehe ich immer noch drin im Wasser. Und zwar müssen wir sagen, zack, uns hat die Firma Hisea angeschrieben und hat gesagt, Mensch, wir finden euren Kanal toll, wollt ihr mal unsere Gummistiefel testen? Und ich schwenke mal auf Anne. Anne hat ein paar Gummistiefel bekommen. Ja. Mit wirklich, muss man sagen, rutschfester Sohle. Konnten wir jetzt schon ein paar Mal beim Angeln sehr gut ausprobieren. Dann gehen die hier, also das Gummi geht bis hier nach oben und hier fängt Neopren an. Und die Stiefel sind sehr bequem, ja, muss man sagen, sehr warm. Ja. Und die haben ein atmungsaktives Futter innen drin. Wie gesagt, meine immer in schwarz. Meine sind ein bisschen in Camouflage gehalten. Und wir müssen sagen, natürlich, wir haben die umsonst gekriegt. Wir haben die ausgiebig getestet und müssen sagen, bis jetzt top. Ja, also auch beim Laufen. Genau. Finde ich beim persönlich super bequem. Mhm. Und das Wichtigste bei mir halt, ja, die sind echt angenehm warm. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt schon so kalt wird. Genau. Und ich habe nur eine ganz normale Strumpfhose drunter. Ja, ich habe keine Strumpfhose drunter, sondern nur Socken. Aber man muss wirklich sagen, wie gesagt, wir haben heute 5 Grad, wir haben Regenwetter, einwandfrei. Also ja, wir sind jetzt hier ja um den See so halb rumgelaufen. Bestens. Und das Beste ist, nicht nur wir haben den Vorteil, weil wir sie umsonst gekriegt haben, sondern ihr könnt auch noch 15% sparen. Wir werden euch den Link, glaube ich, ist es. Ja. Ja, und dann. Den Link und den Rabattcode. Genau, quasi unterm Video, quasi in der Videobeschreibung, den Link zu den Stiefeln und quasi den Rabattcode euch runterschreiben. Also wie gesagt, wir können die wärmstens empfehlen. Und wir machen ja sowas nicht öfter. Wie gesagt, wir hatten das schon eh mal gemacht. Und jetzt nochmal. Wir testen sowas immer und wir finden die wirklich echt gut. Die also haben, ich habe, glaube ich, auch so eine Mädchenvariante, weil ich glaube, ja, genau, deine gibt es, glaube ich, gar nicht in meiner Größe. Genau. Das ist, man sieht es auch so ein bisschen, dass sie vielleicht die Mädchenvariante ist. Und meine hat, sieht man natürlich auch, ein bisschen dickere Sohle, dickere Gummi. Und dann, wie gesagt, geht das halt hier, bis hier geht das Gummi. Und dann ist hier das schöne Neopren, was echt mega geil wärmt. Und das ist mal wieder eine Sache, die wir euch empfehlen können. Und wenn ihr Gummistiefel braucht, die warm halten, die bequem sind, die nicht so sind wie Gummistiefel, so komplett aus Gummi. Ja, das Gute ist ja, also ich wollte ja sowieso welche. Ich habe zwar schon jetzt welche Gummistiefel, aber halt keine, die für den Winter geeignet sind. Ganz genau. Halt für die kälteren Jahreszeiten, sagen genau, wir mal so. Ja, ja, und wie gesagt, wir können die nur euch an Herzen legen. Wir können sie empfehlen. Wir können sie empfehlen, ganz genau. Wir können sie euch empfehlen, wir tragen die weiter, wenn ihr euch. Oder wenn ihr uns jetzt im Winter am Wasser treffen würdet, haben wir wahrscheinlich die Gummistiefel an. Es sei denn, es liegt Schnee und da wissen wir so, mal gucken, wie es dann ist, wenn es noch kälter ist. Wenn es noch kälter ist, ja, ganz genau. Da haben wir schon mal Herbst, da sind sie gut. Und das auch im Wasser. Also ich war ja mit meinen auch schon im Wasser drinne. Ja. Ja, es geht. Es geht, ja, genau. Wie gesagt, wie sagen die anderen nochmal, checkt es gerne ab in der Videobeschreibung. Wie gesagt, da ist der Link dazu drin und der Rabattcode von 15%, wenn ihr Gummistiefel braucht und ein bisschen sparen wollt, dann schaut einfach mal nach. So, wir haben mal ein bisschen uns verpflegt, haben unsere Angelrouten umgebaut. Was? Ich kann mir nicht fragen, ob du deine Apfeltasche genommen hast. Ach so, nee, die Apfeltasche. Ja, die kannst du mir bitte noch geben. Ich muss Annes Apfeltasche noch aufessen. Ja, und jedenfalls haben wir jetzt umgerüstet, Stahlvorfächer ab. Fluorcarbon dran und guckt unsere Behnköder. Anna hat einen kleinen Gummifisch und ich habe hier so ein Netwick, was steht. Und dann schauen wir jetzt mal. Da ist meine Apfeltasche, die ich noch aufessen muss. Und wir angeln jetzt wirklich gezielt auf Küchenbarsche und vielleicht einen Zander. Mal gucken, wie viel Glück wir haben, ob wir überhaupt noch einen Fisch heute sehen. Es ist aber ein bisschen kalt, also noch kälter geworden. Mhm. Aber unsere Schuhe halten uns warm. So, wir sind unten angekommen.
Jetzt sind auch schon weitere Angler da. Wie gesagt, ich werde es jetzt erstmal mit einem... Ja, macht das. Ja, das kann sein. Ja, ich werde es erstmal hier mit so einem Netwick probieren. Wie gesagt, der Köder, der steht im Wasser. Den kann man schön stehen lassen. Und so werden wir mal jetzt hier probieren. Auf der Winterbarsche. Ist das ein Fisch? Oh ne, ein Barsch. Aber der wollten wahrscheinlich. Könnte man vielleicht sagen, vielleicht wollte er sich raufschieben. Zack. Ah, lassen wir mal den kleinen Bock hier, Junge. Aber guckt an. Weg ist er. Da unten ist er jetzt weg. Ein Barschilein. Petri, Dank. Da, ich bin auch natürlich zu Anne gerutscht. Weil hier so viel los ist. Weil hier so viel los ist, ja. Kann man so sagen. Naja, schauen wir mal. Mal gucken, ob was geht. Aber das ist der erste Barsch. Erst eine Plötze, jetzt ein Barsch. Naja. So, meine lieben Angelfreunde. Was für ein Schnitt. Oh, ich muss mal den Fernseher ausblenden. Nicht, dass wir einen Ärger kriegen wegen falscher Werbung oder so. Wir sind schon wieder seit guten 3 Stunden zu Hause oder sowas, haben schon Abendbrot gegessen, die Kinder sind schon im Bett, alles ist erledigt. Und uns ist eingefallen, wir müssen auch das Ende drehen. Und wir müssen auch das Ende drehen, weil erschreckenderweise 16:45 stockdunkel so ungefähr. Ja. Also wir waren glaube ich 16:45, na klar, 16:45 im Auto, weil 17:30 mussten wir Fußball gucken oder ich. Und haben wir alle pünktlich geschafft. Es wurde leider nur ein nicht regulär gefangene Plötze und ein nicht regulär gefangener Barsch sozusagen. Aber alle im Kopfbereich, im Kopfbereich oder wie genau, auch immer man das sagt. Gehakt, also ja. Puh, jetzt beginnt, glaube ich, langsam die schwere Angelzeit. Ja, also das ist so diese, es geht in den Winter hinein, Fische suchen, gibt es die Winterplätze. Genug haben wir gesehen. Genug Fische haben wir jetzt gesehen, ja, also da quasi der Hafen, der war so, wie man sich das im Winter vorstellt, gut mit Fische gefüllt, aber wir sollten heute nicht das Glück haben. Der See, wo wir waren, sehr interessant. Aber ich habe heute den Tagesgrößten gesehen. Nein, also quasi den Hecht meinst ja, du? Ja, natürlich. Ja, na klar. Also, wow. Ja. Aber ich habe ja nicht gefangen. Nee. Deswegen. So, aber man muss doch sagen, Anna hat mehr Pilze gesammelt oder gesucht, als geangelt. Ja. Ja, aber so wie Anna ganz am Anfang gesagt hat, und man merkt das jetzt vielleicht auch an unserer Stimmung, das Angeln, das draußen, quasi, dass wir draußen waren, hat die Stimmung wieder ein bisschen gehoben. Man war nicht den ganzen Tag drinnen und hat sich hier, keine Ahnung, miese Laune, weil schlechtes Wetter. Also, naja, gut, man muss sagen, also ist jetzt nicht so, dass wir hier zu Hause miese Laune haben. Nein. Wir sind einfach nur, ja, träge, sagen wir mal so. So Winterträge. Man kommt halt nicht so leicht von der Couch. Ganz genau. Ja. Aber das haben wir so mit gemacht. Wir haben ein bisschen frische Luft genossen. Wir haben sogar ein paar Fische gesehen. Wie gesagt, der große Fang ist ausgeblieben. Leider auch der Fang zum Abendbrot. Deswegen gab es die letzten Grillreste von gestern, so ungefähr. Plus Stulle. Ja. Ja. Und dann, keine Ahnung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, auf was angelt ihr jetzt so? Also der Winter beginnt so langsam. Was sind da eure Zierfische? Geht ihr da vermehrt mit Köderfisch auf Hecht? Oder fangt ihr schon an, große Plötzen zu fangen? Oder fangt ihr irgendwo dicke Barsche? Also schreibt es mal in die Kommentare. Das würden wir mal gerne lesen und wissen wollen von euch. Und ansonsten sehen wir uns... Oh, da war der Fernseher wieder schon zu sehen. Ja. Sehen wir uns einfach nächsten Freitag wieder, 19 Uhr. Mal gucken, bei was für ein Film. Ob ich vielleicht nochmal auf den Karpfen ansetze oder die dicken Barsche irgendwo fange oder mit Köderfisch auf Hecht. Und ich zufälligerweise die Kinder hüten muss. Was auch immer. Oh, wie schade. Ihr werdet sehen. Und bis dahin sage ich einfach tschüss, ciao. Oh, bis bald. Baby.